Könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend es sein muss, jahrelang zu trainieren, endlich an einem Wettbewerb teilzunehmen und dann einfach alles zu versauen? Nein? Was glaubt ihr, seid ihr besser als ich? Naja, dann zeigen wir euch jetzt die lustigsten und peinlichsten Momente in der Sportgeschichte. Aber zuerst abonniert den Kanal und klickt auf die Glocke. Friday is one of the most demanding days. Formel 1-Rennfahrer Nico Rosberg war während eines Interviews etwas zu laut, so dass Michael Schumacher einen Weg fand, ihm zu helfen. For the weekend, for Saturday, Sunday. That's the most important period of the weekend. So sehen unsere Eltern aus, wenn sie die unangenehmen Momente unserer Kindheit festhalten. Die Sheridan Student Section weiß, wie man einen Gegner während eines Freiwurfs ablenkt. So bringt dieser Judo-Trainer seine Kämpfer vor einem Kampf ohne motivierende Rede in Stimmung. Die Radfahrer wurden gewarnt, dass es Hindernisse geben würde. Aber niemand hat gesagt, welche Art von Hindernissen. Diese Badmintonspieler scheinen vergessen zu haben, den Eigenbeschuss in den Einstellungen auszuschalten. Ja, er ist definitiv noch an. Ihr seid dabei, den schnellsten K.O.-Treffer der Geschichte im Schwergewichtboxen zu sehen. Curtis Harper verlässt sofort den Ring, als er herausfindet, dass er für diesen Kampf nicht bezahlt wird. Die Organisatoren dieses Wettbewerbs haben einen Fehler gemacht und das Rennen in Squid Game verwandelt. Tennisspieler Goran Ivanišević weiß genau, wie man mit Kindern umgeht. Don't cry, sorry, sorry. No, please. Now you can cry. Dieser Läufer machte sich auf den Weg in die Ziellinie, während er sich bereits als Nationalheld feierte. Also musste er wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht werden. Ein wirklich schmutziger Sieg. Dieser Dodgers-Spieler ist so darauf konzentriert, den Ball zu fangen, dass er nicht einmal die Wand bemerkt. Bangs into the wall. Lux is still down. Oh, he went full speed into the wall. Aber im nächsten Spiel haben die Dodgers dem gefallenen Teamkollegen ihren Respekt gezollt. Dieser Hockeyspieler nahm die Anweisungen seines Trainers, ein Tor um jeden Preis zu verhindern, etwas zu wörtlich. Kein Schläger, kein Tor. Der Läufer Robert Mbiffe ist am Gewinnen, aber es sieht so aus, als ob er nicht der Favorit der Dame mit dem Band ist. Dieser Golfer gewann, aber zu welchem Preis? Eine Angestellte von White Sox hatte die Gelegenheit, den ersten Pitch zu werfen, doch sie muss sich an die Fotos der letzten Firmenfeier erinnert haben. Nikita from Russia, 22-year-old. Der arme Trainer kommt außer Atem, um diese Frau zu motivieren, und das erhält er im Gegenzug. Während manche Leute Cricket für einen langweiligen Sport halten, gibt es auch diejenigen, die verrückt nach ihm sind. Oh, oh, dog. Oh, the dog is the ball. Oh, here we go.
So sieht ein Hirt. Es sieht aus wie ein gewöhnliches Rennen. Aber wartet ab, sie haben ihren stärksten Läufer noch nicht auf die Strecke gebracht. Du nennst das Laufen? Ich zeig dir, wie man läuft. So erhält man in Polen eine gelbe Karte. Er hatte Glück, sie hätte auch rot sein können. Rodney McRae ist so gut, dass ihn sogar Wände nicht davon abhalten können, einen Ball zu fangen. Und jetzt der brillanteste Elfmeterstoß aller Zeiten. Er so, naja, immerhin kein Punkt für sie. Dieser Fußballspieler hat gerade den Fußballanhalter erfunden. Wartet ab! Das Maskottchen hielt es für eine gute Idee, diesen Security herauszufordern. Aber es sieht so aus, als hätte er sein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Es sieht so aus, als hätte dieser Läufer wegen Spider-Man verloren. Als dieser Motorradfahrer dieser Reporterin verspricht, dass er sie in ein Spa bringen würde, hatte sie keine Ahnung, dass sie nicht weit fahren müssen. Dieser Spieler stimmt eindeutig nicht mit dem Schiedsrichter überein. Manchmal ist ein schlechtes Team sogar noch gefährlicher als der Gegner. Es sieht so aus, als hätten wir gerade den schlechtesten Torwart aller Zeiten gefunden. Keine Sorge, Kumpel. Im nächsten Jahr bekommst du die Chance, den Titel zu erringen. Ihr wisst, dass ihr mit Profis spielt, wenn ihr nicht einmal bemerkt, dass ihr bereits verloren habt. Was könnte schon schiefgehen, wenn man den Sieg zu früh feiert? Absolut alles. Diese Frau ist nicht die beste Spielerin Spaniens, aber die Fans verpassen keines ihrer Spiele. Diese Springerin verliert beim Sprung buchstäblich den Kopf. Ich frage mich, von wo sie nun die Distanz ausmessen. Und das war's. Genug Sport für heute. Schreibt doch eure schlimmsten Sporterfahrungen in die Kommentare. Und während ihr darüber nachdenkt, abonniert den Kanal und liked das Video. Bis zum nächsten Mal.